So, dann würde ich sagen, willkommen zurück. Unsere Schmollbacke ist wieder da. Unser kleiner Lucius. Lange habe ich ja nichts gemacht hier. Also ich habe angefangen, aber es nicht weitergespielt. Jetzt werde ich natürlich es weiterspielen. Ich werde diesmal ein bisschen lag. Ich werde ein bisschen artig sein, werde ein bisschen aufräumen. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben, haben die nette Mary ein bisschen auf Eis gelegt. Und unser nächster Auftrag lautet, den Jean, uns um den Jean, also den Freund uns oder den bekannten Geschäftskollegen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, unseres Vaters, sollen wir uns ein bisschen drum kümmern. Und da werden wir jetzt gleich mal loslegen. Hier, Jean. So. Benehmensstatus. Aha. Wir sind nett. Wir räumen unser Zimmer auf. So. Kannst du nicht sehen, dass ich hier eine heikle Arbeit zu tun habe? Ja, ich sehe es. Unten und sie fern oder so. Upsa. Keine Sorge, Lucius. Ja, ich habe nichts ist gemacht. jetzt an einem besseren Ort, zusammen mit ihrem Mann. Gut. So. Ist nur noch. Ups. Kurz das Kreuz umdrehen. Weil Kreuze sind böse. Ach, da bist du ja, Lucius. Lass dich ansehen. Ich glaube, du bist gewachsen, seit ich dich das letzte Mal sah. So ein Säufer. Gut, wie gesagt, ich weiß ja schon, was ich oder was wir tun müssen, oder ich weiß es in etwa noch. Ist doch schon ein bisschen her, seitdem ich das Spiel gespielt habe. Ich weiß nicht, warum das immer wieder ruckelt. So, dann kümmern wir uns doch jetzt mal hier mit dem Schraubenzieher, kümmern wir uns doch mal hier um den Hebel, um die Schaltung. So. Den packen wir weg. Wir wollen ihn ja nicht mit dem Schraubenzieher abstechen, sondern wir wollen ein bisschen Spezial machen hier. Wie geht's in der Schule? Der gestern ist noch gegangen in der Schule. So, guck weg. Guck weg. Guck weg. Oh Mann. So, nix mitten. Ich habe nicht einmal zugesehen. Ja? Dann ist ja gut, jetzt guck darüber. Hör auf herumzuschleichen, Lucius. Du machst mich Ja, nervös. ich mach doch gar nichts, alles cool. Guck jetzt weg! Nun, Unfälle passieren nun mal. Ich denke, das ist Ach so. Ach so, er muss gar nicht weggucken. Ha! Haha. Hast du meine Streichhölzer gesehen? So. Der Ofen ist ja schon bearbeitet. Könnt euch sicher vorstellen, was jetzt passiert, oder ihr kennt es bestimmt schon, die einen oder anderen. Es wird auf jeden Fall lustig. Hat er einen Schnurrbart? Weil den hat er nämlich nachher nicht mehr. Nö, nö. Alles cool. Feuer. Woher bekomme ich Feuer? Ah, jetzt geht's. Genau, vom Ofen. Ich habe gesagt, den Schnurrbart hat er nicht mehr lange. Was soll ich sagen, Mr. Wagner? Das ist eine Verkettung unglücklicher Umstände.
ziemlich unheimlich. Gene war mein Wahlkampfleiter. Seit vielen Jahren ein Freund der Familie. Was soll ich nur ohne ihn machen? Das muss für Sie eine schwere Zeit sein. Aber wir müssen hier eine Untersuchung durchführen. Ich muss mit Ihrem Handwerker über das Gasleck reden. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich hatte so ein Gefühl, dass in diesem Haus etwas Seltsames vorging. Ich weiß nicht was. Ich konnte das Puzzle noch nicht zusammenfügen. Also zog ich mich für eine Weile zurück und ließ es gären. Nach ein paar Wochen kam der Anruf. Als die Dinge sich normalisierten, gab es in dem gottverlassenen Haus einen weiteren Unfall. Es geschah an einem regnerischen Tag. Ich glaube, einem Dienstag. Der Hausmeister, ein ziemlicher Trinker, führte eine Reparatur in einem Badezimmer im unteren Westflügel aus. Lucius, da sind wir wieder. Genau. Das hast du sehr gut gemacht, nicht wahr? Meine Güte, du machst mich stolz. Ja, so nicht halt. Ein paar mehr, sagen wir, subtilere Künste beibringen, die du einsetzen kannst. Trainiere deinen Geist, um Objekte nach deinem Willen zu bewegen. Hier, lass mich dir zeigen, wie. Ja, zeig her, komm. Spielzeugauto, wo ist es? Ausgezeichnet. Ja, das habe ich gut platziert. Ja, ich finde das nicht schlecht. Warum geht denn das jetzt nicht mehr? Das Objekt jetzt mit der Maus bewegen, drücke zusätzlich. Mist, jetzt habe ich das Ding so blöd platziert auf seinen Kopf, dass das nicht mehr runtergeht. Das ist jetzt aber doof. Gib mal her, Opa. Jetzt ist es weg. Wo ist es hin? Ach, da. Sehr gut. So. Ausgezeichnet. Ja. Ich hab's halt drauf, Opa, ha? Was willst du machen? Achso, ja, zerbrechen. Jetzt gehen wir weg hier. So. Ja, ja. Und jetzt noch ein bisschen Musik und dann ist alles perfekt. Jetzt weißt du, was du machen musst, mein Sohn. Du musst deine Mission fortführen und mir sehen. Sei vorsichtig, aber hab keine Gnade. Mann, ich war gerade so schön am Tanzen und jetzt ist alles weg. Und der Opa ist auch wieder weg. Super. Ja, der Ladescreen dauert bei mir immer irgendwie extrem lange. Ich weiß nicht warum. Ich weiß jetzt auch nicht, warum es etwas ruckelt. Es könnte jetzt halt an der Aufnahme liegen, da das Aufnahmeprogramm mitläuft. Aber warum genau, weiß ich jetzt auch nicht. Gut, komm, gib Gas, Ladescreen, komm. Ich glaube, das Video ist nachher mehr am Ladescreen zeigen wie am Spiel selbst. Ah, jetzt ist er durch. So, wir sind wieder wach geworden. Nee. Ich wollte da jetzt gerade mal reingucken. Gut, neue Aufgaben im Haus haben wir jetzt nicht.
Uiuiui. Ruckel, ruckel. Da bist du ja. Das ist wahrscheinlich der dicke Hintern von unserer Mutter. Der das Spiel jetzt gerade hier ein bisschen zum Laggen bringt. Na. Ich gucke auf jeden Fall, dass das in der nächsten Folge von Lucius dann nicht mehr so ist. Uiuiui. So, die Alte kann selber die Tür aufmachen. Die ist noch jung, die Alte. Wir kümmern uns jetzt erstmal um ihn hier. Um den Säufer. Na, das ist ja echt extrem hier. So, und dann schreiben wir noch... Ah, ne, Moment. Wir müssen ja... Wir müssen jetzt erstmal warten. Ach. Dann nehmen wir ihm alles weg. Der braucht es eh nicht. Und der Pömpel auch noch. Komm. Oder so. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um das nette, schöne hier, um den schönen Flügel. Drauf spielen können wir nicht. Leider. Hätte mich wirklich mal interessiert. Ah, Moment. Vielleicht soll ich etwas damit zerschlagen. Wie war denn das jetzt nochmal? War mir eigentlich sicher, dass ich... Oh. Lauf. Das gibt's doch gar nicht. Wie warm das? So, jetzt geht's nämlich schon los. Ich weiß nicht mehr, wie das geht hier. Muss ich ihm damit eine reinhauen, oder? Nö, der pennt. Vielleicht muss ich ja auch erst das Ding hier umschreiben. So, und jetzt ganz schnell rumrennen. Ganz schnell. Komm, gib Gas. Ah, jetzt. Jetzt! Ich hatte den falschen Schraubenschlüssel in der Hand. Und irgend so ein Affe hat das Kreuz wieder gerade gemacht. Muss ich erstmal wieder umändern. So, bei mir ist das Spiel gerade ziemlich laut durch die Musik. Aber ich hoffe, ich kann das nachher noch ein bisschen hinschieben, dass das bei euch nicht so laut ist. Oh, der braucht so lange. Gucken wir noch ein bisschen Fernsehen. Ja, da kommt er. Na, so wie der schon läuft, kann das nur schief gehen. Ja. Komm. Riecht runter. Und jetzt... wurden wir entdeckt... Haben's voll verkackt. Super gemacht von mir. Yep. Da habe ich voll nicht drauf geachtet. Die Mutter geistert ja die ganze Zeit durch das Haus durch. Hat ja nichts Besseres zu tun, nicht Wäsche zu waschen oder sowas. Oder zu kochen. Ja, ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen, aber... Naja. Naja. Schaffe ich das jetzt noch in 50 Sekunden? Ah komm, ich gebe ein bisschen Gas. Das kriege ich jetzt noch rein. Und nach diesem Tod werden wir dann, werde ich dann erstmal die Sachen einstellen. So, schnell durchrennen. Ja, 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 ja. Also ganz ehrlich, hätte ich ein Haus, ich würde den Hausmeister nicht einstellen, weil wer hätte schon gern Säufer als hier... So, machen wir erstmal das Licht aus. Als Hausmeister eben. So. Wo ist die Mutter? Die ist nicht da. Gut.
Gut, das Klavier haben wir bearbeitet. Jetzt noch schnell durchrennen hier, ganz schnell. Hoffen, dass der Opa hier pennt. Leg dich hin. Gut. Super. Nimm den Stift, kritzeln da drauf rum. Nein, das hast du nicht gesehen. Das hast du nicht gesehen. Und wieder zurückrennen. Zur Mutter ist wieder... Geh doch lieber weg. Ja, tsch. Man sagt ja Kindern immer, man soll nicht so nah vor den Fernseher gehen. Sonst gehen die Augen kaputt. So, und jetzt hoffe ich mal, dass die gute Frau jetzt da nicht wieder reinkommt. Achso, das Kreuz habe ich wieder vergessen. Kreuz. Weil das Kreuz zieht uns ja immer diese Fähigkeit links darunter. Dieses... Oh. Jetzt aber husch, husch. Eieiei. So. Dann wollen wir jetzt mal. Und? Genießt es. Ich sage es Ihnen ungern, aber anscheinend war Ihr Handwerker sturzbetrunken. Nein! Musste es einmal passieren. Ich wollte ihn nach den Zwischenfällen feiern, hab's aber nicht übers Herz gebracht. Nach den jüngsten Ereignissen ist es schwer genug, das Personal zu halten. Geben Sie sich nicht die Schuld. Das ist der schlimmste Fall von beruflicher Nachlässigkeit, der mir je begegnet ist. Das erklärt vielleicht das Gasleck. Aber nicht den Tod im Kühlraum. Die Autopsie des Dienstmädchens ergab nichts. Aber momentan ist unsere Theorie, dass sie ein schwaches Herz hatte. Oder Kreislaufprobleme. Gut, bis jetzt sind wir noch durchgekommen. Und dann würde ich jetzt aber auch sagen... Bis zum nächsten Part. Schaltet wieder ein. Macht's gut. Tschüss.